Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Ja, ihr wisst, in der letzten Folge habt ihr alle gesehen, wir haben keinen Platz mehr im Bereich Zuckerrohr. Deswegen musste ich jetzt mal alle anhalten und habe jetzt beschlossen, dass ich jetzt erstmal die Blinker hier wieder ausmache. Mal gucken. So. Und jetzt werde ich erstmal Kurse einfahren, damit das Zuckerrohr abgefahren wird, ne? Mit Beladen am Startpunkt und. Viele von euch haben da ja immer so ein Thema mit dem Beladen am Startpunkt. Machen wir jetzt, ne? Werde ich jetzt einfach nochmal machen, weil viele von euch gefragt haben, wie geht denn das und aktuelle Cosplay-Version. Ich habe jetzt die aktuellste Cosplay-Version auch wieder drauf. Wir werden jetzt sehen, ob das funktioniert oder nicht. Dafür werde ich jetzt aber erstmal den LKW da vorne hinfahren lassen. Zur Stelle, da müssen wir mal eben Cosplay uns holen. So, dann laden wir uns einen Kurs und zwar ist das hier Lane Hoferweiterung, ne? So, das ist der einfache Abfahrer. Am Ende warten, Abfahrer einstellen. So. Und jetzt holen wir uns noch einen weiteren LKW. Denke mal, dass da mindestens mal zwei fahren müssen. Ach, hier vorne hatte ich doch auch noch welche stehen, oder? Dann gucken. Hoppala, jetzt bin ich hier eingeklemmt. Lass mich doch mal raus hier. So. Er fährt zwar sehr langsam, aber er fährt. Warum er auch immer so langsam fährt. Ah, hier ist der Optiliner. Den wollen wir doch haben. So, und ich habe gesehen, im Getreidespeicherzentrum ist der Preis gerade gut. Dann ist der Benalu tatsächlich im Moment kein guter LKW dafür. Kein guter Kipper. Dann brauchen wir einen mit Bandlaufwerk. Na, ihr kennt das, dass die, wenn die kippen, immer ans Dach kommen. Und das will ich gerade tatsächlich vermeiden. Mal gucken, dass ich mir immer hier reinsetze. Ja, nehmen wir den noch. Weil die... Was ist das denn? Ja, ist auch ein Band. Ein Abschiebewagen. Dann stoßen die ans Dach und das kann halt Cosplay auch nicht. Ne? Also dann kriegt Cosplay natürlich auch ein Problem. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen werden wir den mal so mitnehmen. Ich glaube auch, wenn ich mit zwei Abfahrern jetzt da arbeite, das sollte reichen. Ich muss jetzt keine drei LKWs darauf ansetzen. Ah, guck mal, der hat noch die BGA-Scheune-Thema drin. So. Den nehmen wir raus. Kurs laden, Lane, Hoferweiterung. Und was jetzt geladen? Anzahl durchlassen, ich möchte nur abfahren. So. Und Abfahrer einstellen. Steckt im Verkehr fest. Bist du das hier, der im Verkehr feststeckt? Was heißt denn, der im Verkehr feststeckt? Du sollst einfach nur fahren. Na, gucken wir mal. Da vorne geht es los, dann sollte er es doch, aber bis dahin sollte es doch schaffen, oder? So, ja, der andere hat tatsächlich Ende der Route erreicht. Das ist doch herrlich. So, dann können wir jetzt auch anfahren. Dann gucken wir mal. Dann werden wir den hier aber erstmal entlassen. So. Dann werden wir natürlich auch den Kurs hier löschen. Ne? So, beladen am Startpunkt machen wir jetzt gleich hier an. Braucht man das denn schon hier? Ich stell's pauschal mal ein, ne? Beladen am Startpunkt ist auf jeden Fall der richtige Modus. Ich kann euch nicht sagen, ob das Cosplay jetzt beachtet oder nicht. Wahrscheinlich brauchen wir es nicht. Aber ich stell's jetzt trotzdem mal ein, einfach damit da nichts Schlimmes passiert. So, dann sagen wir mal, Kursaufzeichnung beginnen. Und ich überlege gerade, ob wir hier oben rum rausfahren. Ne, wir fahren raus wie die Traktoren auch. Na, das müsste eigentlich hinhauen. Mal ein bisschen, ich fahre hier gerne Außenansicht, weil man dann nicht zu viel verdaddelt. Das wird wahrscheinlich mit den Abfahrern hier kollidieren. Und trotzdem werden wir das mal gucken. Normalerweise müssten die auch aufeinander Rücksicht nehmen, wenn die abfahren. Ja, gucken wir mal.
So. Das heißt, wir fahren hier geradeaus durch und dann fahren wir einfach hinten rum zurück, ne? Also auch, ob das so clever ist, mit dem vollen Arktros hier über die Bahn zu fahren. So. Bisschen langsam hier fahren. So, und hier soll er durchfahren. Also hier muss er dann entladen. Das wird er dann wahrscheinlich auch tun. Und dann fahren wir wieder zurück. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie schnell die das leerfahren. Aber das müsste eigentlich, normalerweise müsste sogar einer reichen. Obwohl wir mit vier im Moment auf dem Feld unterwegs sind, mit vier Abfahrern. Wir gucken mal, wie viel die nachher wirklich brauchen. Sonst müssen wir gleich sowieso ganz entspannt wieder anfangen, ne? Dass wir da die richtigen Bahnen finden bei den Erntehelfern da, dass wir dann auch die Bahnzuweisung richtig haben mit diesem dynamischen Bahnwechsel. Muss man ein bisschen nachdenken, wie man das am sinnvollsten machen muss. Es gibt ja auch irgendwie das mit den Kreuzungspunkten setzen. Das muss ich mir bei Gelegenheit auch nochmal angucken. Aber wahrscheinlich wäre das hier, dass man so einen Kreuzungspunkt setzt. So, jetzt sind wir den mal hier gerade vor. Dann können wir auch hier stoppen. So, und das Ding heißt Zuckerrohr zum Getreidespeicher. So. Anzahl der Durchläufe ist deaktiviert. Das heißt, der müsste bis zum Ende fahren. Aber man muss ja noch einstellen, was der mitnehmen soll. Ne? Auffüllen, nämlich Weizen. Zuckerrohr. So. Ich sag mal. Kurs beginnen. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Ich behaupte, er macht das. Da lädt voll. Können wir uns den hier schon nehmen. Dann werden wir den Kurs löschen. Zuckerrohr zum Getreidespeicher laden. Das ist der Kurs. Jetzt müssen wir noch die Frucht einstellen. Zuckerrohr. Okay. So, da bis der da vorne durch ist, ne? Dann nochmal eben hier ein Stück vorfahren, dann müsste der das jetzt eigentlich auch gleich hinkriegen. So, dann sagen wir hier erster Wegpunkt. Ich denke, das kriegt er hin. Und ich würde sagen, sollte jetzt passen, ne? So, den jungen Mann da vorne, also den jungen Traktor da vorne, werden wir mal einstellen. Zuckerrohr abfahren, guck mal, den hat er noch drin. Der ist voll, nächsten passenden Wegpunkt. Na, gucken wir mal, ob er das macht. Machen wir jetzt ganz entspannt, ne? Die anderen müssen ja auch erstmal ein bisschen was leer fahren. Theoretisch könnten wir jetzt auch beim Getreidespeicherzentrum leer fahren lassen, ne? Ja, wenn der nicht ganz auf dem Weg steht, dann versucht er immer diese Wegpunkte zu finden und dann vielleicht pendelt er sich noch ein. Aber mal gucken, wie die Punkte hier sind. Ja, hat er gefunden. Ist der LKW auch gerade weggefahren? Dann müsste der, wir bleiben einfach mal ein bisschen drin, ne? Das können wir uns jetzt angucken. Der müsste jetzt gleich rüberfahren. Ich denke, das passt schon. Hier lädt er ab. Das ist schon mal gut. Gleich will ich mit dem anderen LKW. Guck mal, der hat 24.000 Euro Einnahmen beim Zuckerrohr gehabt.
finde tatsächlich das wenig. 410 Euro pro 1000 Liter, aber es kommt natürlich auch eine Menge runter. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, dass es beim letzten Mal mehr war. Kann es aber nicht genau sagen. Also ich möchte nicht dafür meine Hand gerade ins Feuer legen. So, der wird wahrscheinlich jetzt einen Ernter suchen, aber keinen finden. Dann kann ich jetzt aber gleich den Ernter da hinten wieder einstellen, ne? Kein Drescher in Reichweite, das ist doch okay. So, gucken wir uns das mal an. Da, der ist hier alleine und der ist auch der, der am weitesten unterwegs ist. Dann würden wir den als erstes auch starten. Kann der schön weiterfahren. Der hat aber keinen Kurs geladen, das heißt, jetzt müssen wir mal gucken. Zuckerrohr 4,5, ne? Und jetzt gucken wir mal, wie die Einstellungen dazu sind. Ne, Kursgenerierung brauchen wir nicht. Wir haben ja einen Kurs. Also die Einstellungen. So, wo war denn das mit dem... Bahnversatz, so, der hat zwei rechts, er hat also die äußerste Bahn, sonst vielleicht mal eben den anzeigen lassen. Zwei rechts hat er noch. Bahnwechsel aktiviert, dann lassen wir den nochmal hier starten. Da ist hier tatsächlich dieser andere Wagen losgefahren, ich weiß nicht, wo der hinfährt gerade. Das ist mir jetzt auch mal wieder, kann ich wieder nur sagen, grandios. Was machst du hier? Du bist jetzt auf die linke Seite neben diesem Drescher da gefahren. Gott, völliger Schwachsinn, der hat doch einen Abriss. Warum tust du das? So, warte mal, man kann irgendwie bei der Suche hier sagen, Drescher zur Ordnung entfernen. Gucken wir mal, ob er jetzt den richtigen findet. Wenn wir schon mal einen wieder am Laufen haben, oder schon mal nicht verkehrt, dann können wir auch gucken, warum der Actros hier im Verkehr feststeckt. So, der scheint aber jetzt da vorne hinzufahren. Hoffentlich tut er das auch. Ja, zu welchem Drescher fährst du jetzt? Da den werden wir erstmal entlassen. Kann nicht sein, dass ich die alle vom Feld holen muss. Das wäre aber echt traurig. So, dann müssen wir mal gucken. So, man kann das, meine ich, so einstellen, dass der den nächsten Drescher nimmt auch, oder? Drescher zur Ordnung entfernen. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Welchen soll er denn jetzt hier nehmen? Ach, der 7 Meter, guck mal hier. 7 Meter, das muss ja der sein. Fahre Hinterdrescher. Na, dann fahre erstmal Hinterdrescher und wir gucken mal, was der hier macht. Aha. Liebe Leute, ist das euer Ernst? Ihr hättet doch nur rüberfahren müssen. Warum auch immer der hier so in die Ecke fährt. Beim ersten Mal geklappt und jetzt nicht mehr. Ihr seid aber komische Typen. Gucken wir mal, wie das mit dem Abladen hier funktioniert, jetzt wo die so eng hintereinander sind. Kann auch nur schief gehen eigentlich.
So ist das mit dir. Du wartest tatsächlich. Guck dir das an. Ich bin tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Das läuft doch hervorragend. Sagt einer, Cosplay läuft nicht. Liebe Jungs von Cosplay, tipptopp. Man muss einfach mal ein bisschen drauf aufpassen und gucken, wie das passt und läuft. Und dann geht das schon. Mal gucken, mal, wie das hier mit dem anderen ist. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der fährt ab, oder? Ich würde mal schätzen, dass das so ist. Aber ich würde auch schätzen, dass der extrem langsam unterwegs ist. Zwischen 1 und 9 km/h. Warum auch immer der das so tut. Ach, guck mal, jetzt wieder auf 10 hoch. Wir können mal gucken, vielleicht müssen die nochmal repariert werden. Ist auch so ein übliches Ding. Du meine Drescher, da. Ja, ist das mit dem Scrollen hier, ne? Muss ja den Chris bei der nächsten Gelegenheit nochmal fragen, wenn wir nochmal irgendwann dazu kommen, mit ihm im Stream zu kommen. Wie wir dazu kommen, dass die... Ob wir irgendwann dazu kommen, dass die Sachen in der Garage hier aufgeteilt sind. Ich finde die gerade nicht. Also, keine Ahnung. Ist auch ein Grund, ne? Irgendwann müssen wir doch mal den Hof Hirschfeld wechseln. Aber wir haben noch so viel zu tun, so viele Dachbahnbereiche. Moment. Ja, wir waren auf jeden Fall schon mal zwei. Ja, möchten wir reparieren. Ach so, und wir haben noch gemietete Fahrzeuge. Da sind auch zwei dran. Nein, nicht zurückgeben. Reparieren, da. Warum der auch immer hier auf 3 wieder runterwechselt? Ach, wisst ihr was, wir müssen uns auch nicht um alles Gedanken machen. Lass uns mal gucken, was wir hier mit dem nächsten machen. Echt, steckt schon wieder einer im Verkehr fest. Ja, du musst warten halt. Das ist schon okay. Warum auch immer der da vorne so flackert und immer auf und zu. Etwas nervös der Mann an der Plansteuerung. So, das würde ich behaupten funktioniert. Ja, und die fahren auf jeden Fall so zügig weg, dass wir dann ratzfatz auch das Silo leer haben, ne? Ja, das funktioniert hier wieder nicht, ne? Das, ah gut, wir fahren irgendwie aneinander vorbei, aber so richtig witzig ist das nicht. Leute, was macht ihr hier? Ja, ich fürchte einfach, dass das mit dieser Bahnsteuerung nicht richtig gut funktioniert. Aber Kollege, wo fährst du denn hin? Ah, der bügelt hier aber auch alles einfach mal mit. Entschuldigt bitte, auch das ist echt schön, oder? Der ist wirklich ganz stumpf hier im großen Kreis gefahren und versucht seine Bahn wiederzuholen. Ruft jetzt den Abfahrer wahrscheinlich, der kommt tatsächlich auch. Ja, mit diesen schönen Bildern soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Wenn euch das gefällt, dass diese Helfer hier so wunderbar durch die Gegend fahren, dann lasst mir ein Däumchen da. Ja, ist einfach Spaß. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen Galgenhumor natürlich auch. Wir sind nämlich, es wird definitiv die letzte Runde Zuckerrohr gewesen sein. Ne? Danach machen wir kein Zuckerrohr mehr. Aber irgendwie macht's das schon auch witzig hier. Nun gut, ja, ich verabschiede mich schon die ganze Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da und natürlich einen Kommentar, was ihr davon hier haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zuckerrohr auf Hof Hirschfeld. Cosplay macht's möglich. Bis dann. Ciao. Bye, bye und ade.